krieg heute Besuch und wir wollen Spätzle machen und zwar handgeschabt. Und was braucht man, wenn man handgeschabte Spätzle machen will? Ein Spätzlebrett. Habe ich aber nicht. Das heißt, das werde ich herstellen. Ich habe jetzt hier ein Stück Holz gefunden. Hartholz, ich schätze mal, das könnte Buche sein oder Esche. Ein bisschen arg dick. Vielleicht finde ich noch was Dünneres. Hier habe ich noch was Schönes. Das ist ein Abschnitt hier von einem Regalbrett, das ich mal gebaut habe. Und das ist ideal, um Spätzlebrett herzustellen. Das werde ich dünner hobeln, schmaler sägen, Griff dran machen und dann euch zeigen, was ein Spätzlebrett braucht. Das ist gut. Uiuiuiui, da wird es ganz schön heiß. Mein Sägeblatt ist wahrscheinlich schon stumpf und es ist halt Eiche, Hartholz. Das Brettchen ist so natürlich noch viel zu dick und schwer. Was haben wir? 2,5 Zentimeter. Da hobel ich jetzt einiges runter. Jetzt ist das Brettchen hier deutlich dünner, 1,4 cm noch dick, reicht völlig aus, aber für ein Spätzlebrett braucht man was Besonderes. Spätzlebrett fertig, würde ich sagen. Ist nicht super schön geworden, aber es ist okay. Und wie das funktioniert, zeige ich euch. Dazu gehen wir jetzt in die Küche. Und wenn ich keine Spätzle mehr mache, kann man damit vielleicht auch Tischtennis spielen. Ich komme jetzt tatsächlich aus der Werkstatt, habe das Spätzlebrett gerade gemacht. Vorne schön
konisch, ja, läuft es zu, also schön dünn. Warum, wird mir gleich der Marc erklären. Das ist Marc aus Esslingen, der hat mich besucht. Wir haben ein bisschen im Garten gearbeitet heute und jetzt machen wir Linsen mit Spätzle und Seidewürst. So sieht's aus. Super. Marc, warum muss das Spätzlebrett vorne so dünner sein? Das ist eine gute Frage. Weißt du auch nicht? Dann recherchieren wir das und ich blende es im Infokasten ein. Aber nimm's mal bitte in die Hand. Kommst du zurecht mit dem? Also ich muss sagen, ich habe ja selber ein Spätzlebrett daheim, das ich jetzt aber leider nicht mitbringen konnte. Ich muss sagen, das Spätzlebrett macht was her. Super. Dann öle ich das noch ein, weil das ist jetzt ja rohes Holz, Eiche. Oh. Riechst du Eiche? Kannst du es rausriechen? Aber du riechst was. Ich riech was. Okay, so riecht Eiche. Ja, okay. Ich nehme einfaches Olivenöl, einfach ein paar Tropfen drauf und reibe das damit ein. Und dann kriegt das auch eine wunderschöne Farbe. Und das ist einfach nur als Holzschutz gedacht, weil wir arbeiten dann ja mit Teig und mit Wasser. Und das würde dann das Brett aufsaugen. Und dann könnte sie es verziehen und so weiter. Und mit Öl ist das super geschützt. Ich schütze alle meine Holzsachen mit Öl. Und alles, was mit Lebensmitteln in Verbindung kommt, da nehme ich nicht irgendwas Gekauftes. Olivenöl, perfekt, finde ich. Wir freuen uns über Daumen rauf. So, das lassen wir jetzt noch ein bisschen einziehen, denn zu den Spätzle kommen wir ein bisschen später. Zuerst machen wir. Zuerst machen wir mal den Linseneintopf. Den Linseneintopf, okay, super. So, lassen wir das einziehen. Was brauchen wir denn alles für die Linsen? Also für unsere Variante brauchen wir Petersilie, Seitenwürste, auch eine gröbere Variante davon, dann Apfelessig, Olivenöl zum Anbraten, Zwiebeln, Knoblauch, Suppengrün und für unsere Variante heute noch Tomatenmark. Okay, für die Spätzle ein Mehl, Eier und die Linsen, die haben wir hier schon vorgekocht. Wir schneiden jetzt das Gemüse klein. Was soll ich machen? Sellerie kann ich gut? Bitte, gerne. Einfach alles klein schneiden, ne? So, wie klein hättest du das gern? So? Schon ziemlich klein. Fein, ja. Also es muss ja zu den Linsen passen. Okay. Wir haben es fein geschnitten, den Lauch, Petersilie machen wir später, Karotten und Sellerie, Zwiebeln, Knoblauch und die Würstel. Marc, wie geht's weiter? Was ist der nächste Schritt? Jetzt schwitzen wir die Zwiebeln an. Okay. Den Knoblauch auch gleich dazu oder kommt der später rein? Nee, der kommt erst relativ zum Schluss. Okay. Und die Zwiebeln, die sollen ja nicht anbraten, oder? Nur glasig. Also letzten Endes werden wir alles ziemlich stark anbraten, weil dadurch kommt ja dann erst so wirklich der Geschmack von dem Gemüse, erst so richtige Röstaromen, die wir ja wollen. Okay. Genau. Also hier schon ein bisschen mehr Power geben. Und wann gibst du das Gemüse dazu? Das ist wirklich eine Gefühlssache. Also einfach den Zwiebeln kurz Zeit geben und dann kommt der Rest dazu. Gut. Es oh ja, Vorsicht, heiß. Also, das ist wirklich übel. Ja, das ist ein Nachteil beim Gasgrill. Die Flamme geht ja vorbei. Du hast die Griffe immer heiß, ne? Immer ja. Handtuch nehmen, damit anfassen, damit geht's dann. Ich könnte doch eigentlich schon den Spätzleteig vorbereiten. Ja. Traust du mir das zu? Gute Idee. Ja. Ja? Jetzt brauche ich nur noch eine Waage. Die habe ich leider nicht. Ach, du hast doch mal so... Natürlich habe ich auch. Du wohnst gerade in München, machst dort ein Praktikum bei ja. BMW. Ja. Und bei deinem Untermieter gibt es keine Waage in der Küche. Genau, also ich backe eigentlich sehr gerne, nur ich kann halt nicht, weil ohne Waage geht das Ganze ein bisschen schwer. Ja. Den Lauch mit rein. So, jetzt kommt noch ein bisschen Tomatenmark mit rein. Gehört eigentlich nicht zum Original, aber mir schmeckt es einfach besser. Und das wird so ein bisschen mit angeröstet, ja? Genau, so ein bisschen karamellisiert. Mhm.
Dann können wir ja schon mit den Spätzle starten. Was genau braucht man denn alles und wie viel? Also ich habe mal Spätzlesmehl mitgebracht heute. Das ist einfach doppelgriffiges Weizenmehl, aber man kann auch jedes normale Mehl verwenden. Ja. Davon 500 Gramm. Okay. Dann 6 bis 7 Eier. So viele, okay. Ja. 10 Gramm Salz. Mhm. Und weil wir so viele Eier haben, dann eben nur noch 100 Gramm Milliliter Wasser. Als erstes verquirlen wir die Eier, das Wasser und das Salz miteinander. Und am Ende kommt dann das Mehl mit dazu. Boah, du bist ein einhändig Aufschlager. Finde ich cool. Und dann noch Wasser und Salz, ne? Genau. Und dann das Ganze verquirlen. Okay. Und jetzt nach und nach das Mehl einarbeiten. Okay, wahrscheinlich so, dass es halt keine Klümpchen gibt, ne? Genau. Das ist jetzt eine ganz schöne Arbeit, ne? Spätzleteig wird ja geschlagen. Weißt du warum? Das hilft einfach bei dem Biss der Spätzle, dass sie einfach nicht so matschig werden. Es gehört einfach dazu, dass man. Die bleiben dann so fester, ne? Ja. Mhm. Das heißt, die Arbeit sollte man sich schon machen, ne? Wie lange schlägst du den etwa? Bis der Arm nicht mehr mitmacht. Ich kann dich dann noch ablösen. Machen wir bitte kurz. So ist wahrscheinlich die weniger anstrengende Variante. Genau, so kenne ich's. Gibt's bestimmt auch Maschinen dafür. Wie geht's bei den Linsen jetzt weiter? Also das Gemüse ist ja jetzt schön angeröstet hier. Da sieht man ja den Bodensatz. Oh ja. Und den löschen wir jetzt mit der Brühe ab. So ungefähr einen Liter mal und dann schauen wir einfach mal, wie sich das entwickelt. Mhm. Wenn ich sowas mache, ich nehme in der Regel keine Brühe, sondern Wasser. Mhm. Weil wir haben so viel Gemüse drin und viel Zwiebeln und viel Knoblauch. Ich mache immer noch so ein bisschen Kräuter rein aus dem Garten, wenn ich ihn frisch habe. Dann braucht man eigentlich keine Brühe, finde ich. Dann also ich finde eigentlich das Zitat von Frank Rosin ganz gut, wenn du den kennst. Der sagt mir immer, mit Wasser wäscht er Wäsche. Okay. Damit kocht er nicht. Okay. Ich sollte ja auch mal wieder Brühe selber machen. Ne? Wenn man Sellerie, Zwiebeln, Karotten und so weiter übrig hat, da kann man selber so eine tolle Brühe draus machen. Sollte ich mal machen und auf Vorrat. Was sagt ihr dazu? Hm, wäre mal nötig, ne? Oder mal selber Brühpulver. Brühpulver, wobei Brühe selber, ich habe den Platz, ich habe einen Vorratskeller, ja. Brühe selber machen, dann habe ich die fertig in den Flaschen und muss sie nur noch reingeben und nicht noch auflösen. Das stimmt. So, und das Ganze ist jetzt aufgekocht, das heißt, als nächstes kommen jetzt die Linsen mit dazu. Ah, das sieht so schön aus, ne? So bunt und so. Und ah, ich freue mich schon so drauf. Ich esse so gern die Linsen. Ja, ich auch. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall noch Flüssigkeit brauchen. Ja, ja. Die Linsen sind zwar vorgekocht, aber trotzdem werden sie noch ein bisschen was aufnehmen. Wir köcheln das ja noch eine Weile, es wird ein bisschen was verdunsten. Das Gemüse nimmt jetzt noch ein bisschen auf. Und ich finde, es darf schon so ein bisschen suppenartiger sein. Ne? Also nicht zu fest, nicht wie ein Brei. Ja. Oder wie machst du sie? So eintopfmäßig vielleicht. Ja, ja, also genau. Suppe ist dann doch zu dünn. Genau, aber so Eintopf, perfekt. Ja. Mhm. So wie sie jetzt ist, oder? So, das wäre die Konsistenz am Schluss. Ein bisschen darf es einkochen. Ein bisschen noch, okay. Ja. Mhm. Aber wir können schon mal einen Topf aufsetzen, ne? Mit Wasser für die Spätzle. So, jetzt kann man schon schön sehen, da steigen so ein bisschen Blasen auf. Genauso soll es sein. Jetzt müssen wir das Ganze noch würzen. Mhm. Also auf jeden Fall Essig. Okay. Essig gehört immer rein. Muss es ein Apfelessig sein oder kann es was anderes? Also ich finde, es geht alles außer jetzt ein dunkler Balsamico. Okay. Also man kann auch gut irgendein Rotweinessig oder so, schmeckt auch. Ja, gut. Ich mag es immer sehr sauer, muss ich sagen. Mag ich gern. Aber wir. Und man kann immer nachträglich auf seinem Teller noch nachwürzen, wie man möchte. Wir bleiben mal zurückhaltend. Was wir jetzt vergessen haben, war, dass wir noch Lorbeerblätter vielleicht mit reinnehmen. Stimmt, hätten wir machen können. Ja. Ist zu spät. Dann Pfeffer. Mhm. Und Salz. Gut. Da gibt es auch keine Grammangabe. Ihr würzt einfach so, schmeckt mal zwischendurch ab. Salz auf jeden Fall erst am Schluss bei Linsen und bei Hülsenfrüchten. Sonst werden sie schlecht gar.
und einfach abschmecken und schauen, was ihr so braucht an Salzmengen. Genau. Lieber zu wenig als zu viel, weil rauszuholen das Salz ist viel schwieriger, als später dann am Tisch noch ein bisschen nachzusalzen. Aber wir haben hier eine ordentliche Portion, also da kann schon einiges rein. Absolut, ja. Gehört zwar nicht rein, aber was Scharfes drin finde ich eigentlich auch immer ganz gut. Weißt du, was ich immer ganz gerne mache? Ich nehme mir einfach eine getrocknete Chili, die ich hier in Mengen noch habe, die ich noch nicht zum Pulver verarbeitet habe, ja, und schmeiß die mit rein. Die gibt dann so ein bisschen Schärfe mit ab. Magst du das oder möchtest du lieber Chili-Pulver reinmachen? Also ich bin eigentlich Fan von Chili-Pulver. Dann machen wir das. Ich stell's dir mal hin. Dann kannst du würzen. Das ist mittelscharf. Ich mache dir so ein paar Blättchen zum Dekorieren. Genau, und den Rest können wir einfach mit reinschmeißen. Rest hacke ich. Vor allem die Stiele dann. Gut. Genau, Petersilie-Stiele. Nicht wegschmeißen, mit kleinhacken, mitkochen. Schmecken genauso gut. Mittelscharf. Auch da lieber vorsichtig sein. Mhm. Nachgewürzt ist schnell. Du schabst die vom Brett, was ich super finde. Du erklärst mir so ein bisschen, worauf man achten soll. Ja? Genau, also es gibt eigentlich nur eine wichtige Regel, und zwar, dass alles nass sein muss. Also mhm. Brett muss nass sein, das heißt, das tauchen wir jetzt erstmal hier rein. Okay. Dann muss das Messer auch immer nass sein. So, und jetzt kommt einfach mal hier so eine Ladung Teig drauf. Wenn das nicht, dann nicht wird. So, und dann alles nass machen hier. Mhm. Und dann das hier vorne verteilen, dass das schön flach ist. Ja. So, und dann. Ich nehme jetzt die Rückseite vom Messer, mhm, dass wir hier nicht drin stecken bleiben, weil deine Messer sind schon ziemlich scharf. Okay. Also du streichst den nach vorne, dass er da schön dünn und glatt ist. Genau. Und dann mit der Messerrückseite einfach runterschaben. Oh, super. Schau, wie schön das ausschaut. Handgeschabte Spätzle. Wie lange sollen die etwa ziehen im Wasser? Also es gibt so die Faustregel, wenn sie halt oben schwimmen, wie bei Gnocchi und allem anderen. Die waren jetzt aber sofort oben, als, ja, du sie rein hast. Ja, also haut nicht immer hin, dann einfach ein paar Minuten nach Gefühl. Okay. Ja. Würstel kann man schon reinmachen? Ja. Die sollen jetzt einfach nur warm ziehen, ne? Genau. So, ein bisschen untertauchen. Ah, wir haben jetzt gar keinen Speck rein. Oft kommt ja ins Linsengericht noch Speck mit rein. Ja. Ne? Muss aber nicht sein. Nö, hätten wir machen können, aber ja, kann man nicht. Muss nicht, ne? Wie man es mag. Man kann es auch super ohne Würstel essen, also vegetarisch geht genauso gut. Genau, also hätten wir jetzt die Würste nicht reingelegt, hätten wir auch die vegetarische Variante, ja, draus machen können. Ah, sie sind richtig schön lang auch, ne? Mhm. Also ich weiß nicht, ob das schön ist oder eher mangelndes Talent. Ich finde das tatsächlich schön, also, weil sie sind halt nicht gleich, ne? Also kurze, lange, dicke, dünne. Mhm. Und das ist, was mir so gut gefällt. Man sieht halt, sie sind handgemacht. Und Luzi, die ist auch immer beim Kochen dabei. Die Linsen sind soweit fertig? Die Linsen sind fertig. Dann kann ich die hier reinpacken. Linsen mit Spätzle und Seidewürst. Was gibt's Größeres? Nix. Was ist groß? Ein Elefant. Was ist größer? Sturgut. Und was ist größt? Linse mit Spätzle und Seidewürst. Ganz herzlichen Dank fürs Kochen, für die Mühe, ja, für die Gartenarbeit. Danke, dass ich da sein durfte. Ja, hey, total gerne. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf das gute Essen. Einmal mit einer groben Wurst. Und einmal mit Seidewürst. So wie sich's gehört, gell? Ganz original. Guten Appetit. Guten. Oh, Spitze. Mm. Und mit den Spätzle.
Habe ich schon ganz lange nicht mehr gegessen, so in der klassischen Form. Ja. Ich habe es auch schon lange nicht mehr gemacht, aber... Super. Also ich kann euch nur empfehlen, Linsen mit Spätzle, mit Fleisch oder ohne Fleisch, ganz egal. Schmeckt toll. Herrliches Essen. Und wir haben jetzt eine Riesenportion gemacht. Mhm. Das heißt, das kann man super wieder aufwärmen. Ja. Weißt du, was mir noch fehlt? Essig. Ich mach's. Das holen wir gleich noch. Ich sage aber jetzt schon mal vielen Dank für die Hilfe im Garten. Vielleicht sehen wir uns noch mal im Frühjahr, wenn es draußen im Garten wieder ein bisschen schöner ist. Ne? Und mal schauen, ob ich dann irgendein anderes Rezept im Petto habe. Ja, dann kochen wir noch mal. Würde mich freuen. Du hast nämlich echt ein Händchen dafür. Oder wir backen. Oder wir backen was. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen rauf von euch, wie immer. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Vergesst nicht, Sonntag ist Rigotti-Tag. Ahoi, sagt euer Selbstversorger Rigotti zusammen mit Marc. Ciao. Ciao. Kriege ich keine Linsen? Also ich würde erst die Spätzle und dann die Linsen. Ah, okay. Gut. Kriege ich keine Linsen. Inwiefern wird das gefilmt? Wir filmen. Also sagen wir auch dazu was oder machen einfach? Die Kamera läuft. Okay. Marc, wie geht's weiter? Jetzt fangen wir mit den Zwiebeln an. Jetzt müssen wir mal ein bisschen schauspielen, tut mir leid. Wie geht's bei den Linsen jetzt weiter hier? Also die Linsen sind ja jetzt schon mal ganz schön angeröstet hier. Sieht man auch schön. Nee, müssen wir nochmal, das sind das Gemüse. Wie geht's bei den Linsen dann weiter? Nee, ist ja Gemüse. Ja schon, aber es ist das Linsengericht. Das sieht so schön aus, ne? Das ist schon so bunt und so. Ja. Oh, ich freue mich schon so auf das Gericht. Ich esse es so gern. Dann würdest du jetzt weitermachen mit dem Wasser. Oder sage ich, esse es auch gern. Entschuldigung, aber das kriegen wir schon hin. Können wir uns einen Testdurchlauf machen? Nö, das kriegst du schon hin. Ich muss jetzt mal wieder reinkommen. Ach, da habe ich vollstes Vertrauen zu dir. Weiß nicht, schaffen wir jetzt die ganze Menge oder erstmal nur die, die wir essen? Das ist gut, dass das Brett so lang ist. Da kann man den Teig hier oben dazwischen parken. Mhm, Habe ich nicht mit Absicht gemacht, aber Zufall.